liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem kleinen Infovideo von mir. Ja, ihr habt es ja auf unseren Social Media Seiten schon mitbekommen, auch beim letzten Kingsiana Hangout haben wir es ja mit voller Freude verkündet, dass wir 4 Kingsiana auf Deutschlandtour gehen, zusammen mit Hugendubel. Und jetzt ist auch der Veranstaltungskalender für das Frühjahr 2018 da und ich dachte, ich erzähle euch einfach ein bisschen was dazu, was geplant ist, welche Termine es gibt und wo ihr uns findet werdet und auch wann. Und es gab eben auch so die ein oder anderen Fragen über die Termine und was da so angedacht ist und ich dachte, ich erzähle euch einfach ein bisschen was dazu. Es wird auch, denke ich, ein relativ kurzes Video, aber einfach, um mal alles zusammengefasst haben. Ja, die Kingsiana sind Paddy, Thorsten, Phil und ich und wir sind das jetzt 2 Jahre, glaube ich, irgendwie zueinander gekommen. Natürlich kannten wir uns von den Plattformen hier, wir waren ja Zuschauer voneinander und haben dann irgendwann mal gemerkt, oh, wir sind alle riesengroße King-Fans und ja, irgendwie sind so die Kingsiana entstanden und die sich eben, ja, natürlich aus dem Wort Stephen King erfunden haben und ja, nun gehen wir ja auf kleine Deutschland-Tour zusammen mit Hugendubel, mit der es letztes Jahr, ich glaube zur Frankfurter Buchmesse, wurden die 3 anderen ja gefragt, ob wir uns sowas vorstellen könnten, ja, ob wir ja so uns ein paar Ideen dazu haben und wir saßen dann recht schnell nach der Buchmesse und nach meinem Urlaub zusammen, waren dann auch Anfang November in München, haben da so ein bisschen gebrainstormt, haben die Termine zusammengefasst, die Ideen und schwupps sind wir nun im Veranstaltungskalender und Leute, ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, dass ich einen Veranstaltungskalender in der Hand habe, wo wir vorne drauf sind und in der Ecke hier ist Otto. Ich finde das immer noch total unglaublich. Ich glaube, das müsste auch Rachel Joyce zum Beispiel sein. Hier oben haben wir, glaube ich, Kai Meier ist auf der Rückseite. Hier zum Beispiel auch Bernhard Hennen. Also einige bekannte Gesichter. Und es ist total merkwürdig, das Ding in Händen zu halten. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich kann es auch noch nicht glauben. Um auf die einzelnen Termine zu kommen, gibt es hier zum Beispiel eine wunderschöne Seite in schwarz gestaltet mit einem roten Ballon, den natürlich alle King-Fan kennen aus dem Film S, der natürlich da eine große Rolle spielt. Und wir werden in 2 Termine jetzt im Frühjahr, Sommer haben. Zum einen sind wir in Frankfurt und zwar am 19. Mai. Wir sind in Frankfurt am Main in der Hugendubel-Filiale Steinweg 12. Und wir dürfen da am Vormittag so ein bisschen ja, hinter die Kulissen gucken. Wie ist der Hugendubel aufgebaut? Warum stehen die Sachbücher da, wo sie sind? Und so weiter. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Und am Nachmittag könnt ihr euch dann von uns beraten lassen. Das beginnt um 15 Uhr. Und wir würden uns natürlich mega, mega freuen, euch alle sozusagen dann natürlich auch in Frankfurt zu treffen, mit euch zu sprechen, mit euch über Bücher, ja, uns auszutauschen, euch Tipps zu geben, unsere Highlights vielleicht, die es bis dahin gibt, des Jahres irgendwie zu erzählen. Und ja, da stehen wir sozusagen absolut zur Verfügung. Abends wird es dann auf einem unserer Kanäle auf jeden Fall auch noch ein Hangout aus der Buchhandlung geben, denn wir dürfen eine Nacht in der Buchhandlung Hugendubel sein, worauf ich mich mega, mega freue. Und wir werden da eben ein Live-Hangout machen und werden natürlich auch ein bisschen was filmen für euch. So dann auch am nächsten Tag, wo wir in Ruhe, denke ich, so das ein oder andere filmen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Denn es ist natürlich ein bisschen einfacher, ohne Menschenandrang, ohne ja Leute, die einfach nur Bücher kaufen wollen. Denn wir sind natürlich mitten im Betrieb, im Verkaufsbetrieb und ja, das könnte natürlich ein bisschen drunter und drüber gehen, wenn wir da filmen und aufpassen müssten, wem wir filmen. Dementsprechend ist es super, dass wir die Möglichkeit haben, dann eben auch am Sonntag zu filmen. Und dann wird natürlich die Wochen darauf auf unseren Kanälen auf jeden Fall auch was dazu laufen. In Berlin ist dann am 30. Juni ein Booktuber-Blogger-Zuschauertreffen geplant. Und ja, wir treffen uns hier ganz entspannt auch ja, zusammen. Wir werden einen wunderbaren Nachmittag miteinander verbringen. Da wird es auch noch das ein oder andere geben, was wir uns, denke ich, da so ein bisschen einfallen lassen, was es in Berlin zu sehen gibt. Und hier werden neben uns 4 natürlich auch noch ganz viele andere Booktuber, Blogger sein und natürlich Zuschauer. Ich hoffe, es wird ein geiler Event. Ich hoffe, dass das Wetter schön ist, sodass wir auch wirklich wunderbar Berlin genießen können. Es sind ja auch einige Berliner mit dabei, wo ich mich sehr freue, die uns bestimmt auch Berlin ein bisschen näher bringen, für alle die vielleicht ein bisschen von weiter entfernt angereist kommen. Und abends ab 20.15 Uhr
15 ist dann in der Filiale in der Schlossstraße ein King Tut geplant, was im Grunde so ein bisschen eine Art Hangout wird, aber eben ohne Kamera, ohne YouTube mehr oder weniger, sondern eben live agieren. Und darauf bin ich mega gespannt und da könnt ihr eben auch mit dazukommen, Fragen stellen, in den Dialog kommen, mit uns quatschen und da freue ich mich sehr. Und natürlich wird auch nach dieser Aktion ja das ein oder andere Video folgen und ich freue mich wirklich sehr auf diese zwei Termine, die ihr natürlich unten in der Infobox findet. Es gibt auch mittlerweile von Hugendubel erstellt zwei Veranstaltungen für die beiden Termine. Ich packe euch die Veranstaltungen auch mal unten in die Infobox, damit ihr da natürlich auch ganz einfach, wenn ihr auf Facebook seid, reinklicken könnt, zusagen könnt, so ein bisschen erzählen könnt, was ihr vielleicht auch für Ideen habt. Gerne auch in die Kommentare. Was findet ihr, gehört zu einem Booktuber-Treffen? Was könnt ihr euch vorstellen? Welche Challenges cool wären, die wir für euch machen? Schreibt eure Ideen super gerne mal in die Infobox. Ich bin total gespannt, weil wir machen das ja nicht nur für uns, natürlich auch, aber natürlich auch für euch. Und was würdet ihr gerne mal nachts in der Buchhandlung machen? Was für Ideen habt ihr da? Was würdet ihr gerne sehen? Welche Challenges wären da spannend? Packt das einfach mal in die Kommentare. Wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Oder dann natürlich eben auch in der Veranstaltung, wenn ihr da Lust habt. Ich freue mich wirklich mega. Ich bin auch total happy, dass das mit Hugendubel so problemlos bisher zumindest geklappt hat. Ich bin total gespannt auf die Filialen, weil ich habe leider selbst in Hof und meiner Umgebung keine Hugendubel-Filiale, da aber dann eben auch welche zu entdecken, denn wenn ich in Nürnberg bin oder auch in München, wie wir waren, das hat natürlich, so eine Buchhandlung hat einfach einen ganz speziellen Flair und das finde ich super, super schön. Und ich freue mich, ja, mit den drei anderen eine coole Zeit zu haben, natürlich auch mit euch, den Zuschauern, die dann dabei sein und natürlich dann auch mit den Bloggern und Booktubern in Berlin und dass wir da wirklich eine geile Zeit haben, dass wir da viel Spaß haben, viel Freude, hoffentlich bei allen Terminen gutes Wetter und wir einfach die Zeit miteinander genießen können. Und ich bin total gespannt auf diese kleine Tour und freue mich auf alle, die mit dabei sind. Freue mich jetzt natürlich auch auf eure Kommentare. Hoffe, das Infovideo hat euch ein bisschen gefallen und immer her mit Ideen und Gedanken. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss, eure Steffi.